Die Nachfrage nach E-Fahrzeugen ist stetig im Steigen. Das merken auch die Händler. Wir besuchen heute das Autohaus Huber in Mittersill. Seit 1952 gibt es den Betrieb. Im Jahr 2017 wurde er modernisiert und fit für die Zukunft gemacht. So setzt man auf erneuerbare Energien bei Strom, Heizung und Kühlung. Auch in puncto E-Mobilität hat man die Konzernvorgaben mehr als erfüllt. Mit zwei öffentlichen Ladepunkten, einer Wallbox der Salzburger AG und einem DC-Lader von Mohn sind die Pinzgauer erster Ansprechpartner in allen Fragen der Mobilität. Juniorchef Hannes Neumeier spürt den Wandel hin zur Elektromobilität. Das Interesse ist groß, doch man ist erst am Beginn. Zurzeit sind E-Autos meist nur Zweit- oder Drittwagen. Momentan sind natürlich die E-Fahrzeuge in aller Munde. Das Interesse ist groß wie halt bei jeder neuen Technologie. Das war, wie die Dieselautos aufgekommen sind, auch ungefähr so zu sehen. Und das Interesse ist da. Momentan ist halt bei uns Kaufverhalten noch ein bisschen verhalten, weil ich sage, für jeden ist noch nicht was dabei. Und E-Auto ist zurzeit meistens noch Thema für Zweit- oder Drittwagen dann sogar. Mit 56 Ladungen im Juli 2020 werden die Ladepunkte gut genutzt. Im Tourismusort Mittersill ist der Stützpunkt auch für Gäste von großem Interesse. Den Grundstein, damit das überhaupt möglich wurde, setzte man beim Neubau 2017. Schon damals wurde die Salzburger AG bei der Planung mit einbezogen. So konnte das bestehende Stromnetz problemlos verstärkt und später die Ladepunkte errichtet werden. Ist jetzt schon irgendwo aus Auftrag von einem Autohaus, dass man nicht nur Autos verkauft und repariert, sondern auch Ansprechpartner ist für alle Arten von Mobilität, und da gehört auch ganz klar die Elektromobilität dazu. Und in unserer Region sollte man schon irgendwo ein bisschen ein Wegbereiter sein von neuen Mobilitätsformen. Und da haben wir uns auch ganz bewusst dann entschieden, dass wir es öffentlich machen, den Weg mit der Salzburger AG gehen. Und was ein Netz Zuckerl, wenn es an der ganzen Sache, wenn man es öffentlich zugänglich und abrechenbar macht, kriegt man auch Förderung dazu. Also das war natürlich auch ein Punkt, der uns noch zusätzlich dazu bewegt hat. Die Salzburger AG dient aber nicht nur als Stromlieferant. Auch die Abrechnung der beiden Ladepunkte geht über die Salzburger AG. Diese kümmert sich um die Abrechnung an den Endkunden und refundiert den Betrag an den Betreiber der Ladepunkte. Es gibt viele Kunden, die mit der App laden, weil der Vorteil bei der App ist, dass sie auch bei den Roaming-Partnern von uns laden können. Und es gibt auch einige Kunden, die mit der Ladekarte die Ladestation freischalten, und der Ladevorgang wird dann auf diesen Kunden abgerechnet, der sie im Vorfeld registriert hat. Es gibt noch eine Möglichkeit, mittels Kreditkarte oder PayPal-Konto sich an der Ladestation freizuschalten. Der Kunde scannt den QR-Code mit der Stromladen-App, kommt in das Bezahlmenü rein und kann dahingehend die Ladestation freischalten und den Ladevorgang dann auch wieder beenden. Die beiden Ladepunkte verfügen über unterschiedliche Anschlüsse und Ladeleistungen. So hat die Wallbox der Salzburger AG einen Wechselstrom-AC-Anschluss und der Schnelllader von Mohn einen Gleichstrom-DC-Anschluss. Also der große Unterschied zwischen einem DC-Lader ist, dass der DC-Lader einen CCS-Stecker hat und mit Gleichstrom das Fahrzeug aufladet. Und beim AC-Lader ist es ein Typ-2-Stecker, ein sogenannter Manager-Stecker, der das Fahrzeug mit Wechselstrom auflädt. Wohin geht die Reise der Mobilität? Wie sieht die Zukunft aus? Wird weiterhin Leistung im Vordergrund stehen? Oder wird der Umstieg auf die E-Mobilität ganz andere Anforderungen in den Fokus stellen? Der Volkswagen-Konzern kommt im Herbst 2020 mit dem neuen ID.3 auf den Markt. Ein neu konzipiertes, reines Elektroauto. Auch im Autohaus Huber gibt es dafür schon Anfragen. Gerade jetzt, wo in die Werbung geht, das sagst Fernsehwerbung, Radiowerbung, da kann man einfach vermehrt anfragen, was kann das Auto, was bringt er mir, wann gibt es ihn, was kostet er. Wie weit geht er? Das, früher die Daten, so wie stark ist das Fahrzeug, wie schnell geht er, das ist gar nicht mehr so gefragt. Beim Elektroauto geht der Trend schon mehr in Richtung, was gibt er digital her und wie weit ist die Reichweite. Seit dem E-Golf gibt es auch im Werkstattbereich neue Anforderungen. Arbeitsplätze mussten adaptiert und neue Gerätschaften angeschafft werden. Parallel dazu bedurfte es der Schulung der Mitarbeiter. So gibt es jetzt im Unternehmen zwei Hochvoltexperten, welche die Fahrzeuge spannungsfrei machen können. Elektrisch unterwiesen muss aber jeder Kfz-Techniker sein. Denn sonst dürfen bei einem E-Fahrzeug nicht einmal die Reifen gewechselt werden. Der Beruf des Mechanikers geht immer weiter weg vom Schrauber und wandelt sich mehr in Richtung Systemelektroniker, gekoppelt mit dem klassischen Schrauberberuf. Weil wenn man die Beanstandung kennt und auch den Grund, dann sollte man es auch beheben können. Aber der Schwerpunkt ist sicher einmal die Fehlerfeststellung
und auch die ganze Systemkenntnis, dass man auch die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Steuergeräten und Bauteilen kennt. Robert Voithofer ist Mechanikermeister und Hochweltexperte. Als er 1981 seine Mechanikerlehre begann, war seine Motivation Schrauben. Sein Beruf hat sich verändert. Heute spielt der Tester eine große Rolle. Ohne ihn geht gar nichts mehr. Einfach anstecken kann er ihn nicht. Vorher muss das Fahrzeug stromfrei gemacht und explizit als E-Fahrzeug gekennzeichnet werden. Also das Wichtigste ist einmal die Kennzeichnung, dass es ein Elektroauto ist. Dann darf man es während der Reparatur nicht umgesteckt haben, weil das ganze System aktiv. Und man sieht natürlich die ganzen Leitungen, alles was mit Hochholz da hat, also nicht richtig direkt berühren, sondern man sieht es nur optisch begutachten. Und wenn irgendwo ein Schaden da ist, dann muss man das System abschalten und die Leitung ersetzen. Auch das Reparieren von Teilen hat ausgedient. In der E-Mobilität heißt es tauschen und ersetzen. Das ist wirtschaftlicher. Repariert werden die defekten Teile dann von Drittanbietern und fließen anschließend wieder in den Markt. Mechanische Schrauben hat Robert mehr Spaß gemacht. Doch auch die neuen Herausforderungen sind spannend. Mir hat das mechanische Schrauben grundsätzlich viel mehr Spaß gemacht, als wir jetzt das mit der ganzen Elektronik. Aber es ist eigentlich trotzdem eine interessante Aufgabe. Man muss sich halt mit der Materie irrsinnig auseinandersetzen, dass man sich ja da einarbeitet. Das Auto aus Huber verwendet im Betrieb ausschließlich grünen Strom der Salzburg AG und Strom aus erneuerbarer Energie. Eine 120 Quadratmeter große PV-Anlage am Dach der Werkstatt, bestehend aus 36 Modulen, liefert rund 10% des monatlichen Strombedarfs. Damit kann die gesamte Grundlast bedient werden, wie etwa der Betrieb der Grundwasserpumpe, der Wärmepumpe, die EDV-Anlage oder die Telefonanlage. Der Hauptgrund bei der PV-Anlage ist schon, dass wir mit der großen Dachflächen, die wir zur Verfügung haben, da haben wir gesagt, okay, den Platz, den nutzen wir sinnvoll. Die ganze Grundlast, die wir haben, bedienen wir damit, dass wir nichts einspeisen, weil einspeisen rechnen sie für uns nicht wirklich und einen Speicher bauen ist auch nicht in Frage gekommen. Dann haben wir gesagt, okay, dann dimensionieren wir es ein bisschen kleiner und nehmen da auf der anderen Seite wieder von der Salzburg AG den Ökostrom, der auch zu 100% aus erneuerbarer Energie ist und kümmern uns so selber um unseren ökologischen Fußabdruck. E-Mobilität und Nachhaltigkeit sind im Vormarsch. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann der Durchbruch kommt. Nähere Informationen zur Wallbox und zu PV-Anlagen erhalten Sie bei der Serviceline der Salzburg AG unter 0800 660 660 oder auf www.salzburg-ag.at.